In diesem Video erkläre ich dir, wie du dein Samsung Galaxy A7 auf die Werkseinstellung zurücksetzen kannst. Das geht ganz, ganz einfach über eine Tastenkombination. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn alles geklappt hat, bitte einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, ab in die Kommentare und sonst gerne, gerne auch ein Abonnement. Ja, viel Spaß und bis dann. Um dein A7 auf Werkseinstellung zurückzusetzen, musst du als erstes das Gerät ausschalten. Lange die Power-Taste drücken. Dann auf Ausschalten gehen, wieder auf Ausschalten und kurz warten. Das Gerät fährt herunter, vibriert, jetzt ist es ausgeschaltet. So, um jetzt in dieses spezielle Bootmenü zu kommen, mit dem ihr das Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen könnt, müsst ihr die Power-Taste drücken, die Home-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig. Alle drei Tasten gleichzeitig drücken und festhalten. Jetzt warten, bis das Gerät eingeschaltet ist. Jetzt könnt ihr die Tasten wieder loslassen und einfach kurz warten. Das Gerät geht jetzt in ein spezielles Bootmenü. Das kann ein bisschen dauern. Einfach abwarten, bis wir in diesem Menü ankommen. Später. So, das ist jetzt auch noch ganz normal und kein Problem. Einfach weiter warten. 3000 Jahre später. Jetzt sind wir in diesem speziellen Bootmenü angekommen. Mit der Lauter- und Leiser-Taste bewegen wir uns hoch bzw. runter im Menü. Leiser runter, lauter hoch. Und mit der Power-Taste wird die Eingabe bestätigt. Wir brauchen jetzt hier den Punkt Wipe Data Factory Reset. Das heißt also, wir wollen unser Telefon auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Alle Daten werden vom Gerät gelöscht. Mit Power bestätigen. Es wird nochmal gefragt, ob ihr es wirklich wollt, auf Yes gehen und nochmal mit Power bestätigen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich meine Daten noch brauche und wie hier steht, this cannot be undone, also es kann nicht rückgängig gemacht werden. Ne? Deswegen gehe ich jetzt auf No, ihr geht auf Yes und sagt Power bestätigen und landet dann wieder in diesem Menü nach einer kurzen Zeit. Und jetzt wählt ihr hier einfach Reboot System Now aus, das Gerät startet neu, eure Daten werden alle vom Gerät gelöscht und wenn es fertig ist, das kann sehr, sehr lange dauern. Hier steht jetzt A3, aber das geht beim A7 genauso. Das kann sehr, sehr lange dauern jetzt zum Start. Aber irgendwann ist das Gerät soweit und ihr seid dann im Installationsmodus so, als wäre es frisch vom Werk. Also einfach warten und Tee trinken.